Liebe. Was ist Liebe? Liebe ist so ein großes Wort und wir fragen uns, was bedeutet das? In der Bibel steht zum Beispiel, Gott ist Liebe, aber ehrlich gesagt sagt uns das erstmal nicht ganz so viel. In Johannes 15, Vers 9 sagt Jesus, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Das kommt mir schon ein bisschen näher, das heißt, wir müssen irgendwie auf Jesus gucken, um zu wissen, wie Gott uns liebt und was Liebe ist. Ein paar Verse später sagt er dann, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Wir sollen also so lieben, wie uns Jesus liebt. Demnach kann Liebe auf jeden Fall nicht nur ein Gefühl sein, denn er fordert uns dazu auf, zu lieben. Es ist ja das, was wir tun, lieben. Aber lass uns das genauer angucken, was das bedeutet. Denn ein Vers danach sagt Jesus, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Wow. Leben lassen, das ist schon krass. Dieses Lassen bedeutet hier hinlegen, also niederlegen, also zu Füßen legen, hingeben und da lassen. Und nicht wieder nehmen. Es soll also nicht um mich gehen und nicht das, was ich möchte, sondern um jemand anderen. Und genau das bedeutet es zu lieben. Liebe vergisst sich selbst im Dauereinsatz für den anderen. Es ist ein kompletter Einsatz, ein Einsatz für dein Leben. Interessant ist, was dieses Wort hier bedeutet. Im Griechischen, das ist der Urtext, wo Leben steht. Da steht ten psychen. Das kommt von Psyche. Psyche kommt uns bekannt vor. Das Wort Psyche, also die Seele, das innere Sein und das Sitz des Lebens, das ist die gesamte Existenz. Und darum geht es. Es geht um das ganze Leben. Und das zu geben. Es kann und muss ja auch nicht jeder durch seinen leiblichen Tod sterben, wie so ein Held, der im Kinofilm vor den Freund springt. Ist auch schon ganz schön krass. Aber eigentlich ist sogar Liebe noch viel, viel mehr. Eine jahrelange Hingabe, das ganze Leben für den anderen, deine Existenz, dein Inneres, deine Psyche für den anderen. Vielleicht auch in jeglichen Nöten oder schweren Bedingungen. Eigentlich entfaltet sich sogar genau da die wahre Größe von Liebe. Und darum soll es gehen. Und genau das hat Jesus getan. Jesus ist Gott und Jesus hat seine ganzen göttlichen Eigenschaften weggenommen und wurde Mensch, um hier bedient zu werden. Nein, um zu dienen. Er kam, um zu dienen und hat uns alles gelehrt über Gott, dass wir ihn kennenlernen dürfen. Er hat sogar seinen Jüngern die Füße gewaschen. Das war in einer Sandalenkultur der niedrigste Job eines Sklaven. Und das ging so weiter, geht sie hin bis ans Kreuz. In Jerusalem stirbt er am Kreuz und zwar komplett selbstlos für dich. Dort nimmt er all die Momente, in denen du egoistisch warst und nur an dich selbst gedacht hast, auf sich. Und macht dich dadurch heilig. Er macht dich rein und perfekt. Dadurch bist du ein neuer Mensch und kannst eine Beziehung zu Gott haben. Und nach dem Tod zu ihm gehen. Das kannst du sonst nicht, denn der Egoismus trennt dich von Gott. Aber dieses Geschenk kannst du annehmen. Und das kannst du durch ein Gebet tun, das kannst du jetzt tun, indem du einfach mit ihm redest und ihm all deine egoistischen Momente bekennst. Und dann kannst du Jesus dein Leben geben. Und diese Liebe einfach ausleben. Und auf andere auf die Liebe Jesus aufmerksam machen. Liebe ist grundsätzlich einfach nur gut und hat verschiedene Formen und Eigenschaften. Zum Beispiel in Korinther 13 werden verschiedene Akzente der Liebe erläutert. Da steht ab Vers 4, die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Das ist Liebe und diese Liebe hat Gott zu uns. Und diese Liebe sollen wir ausleben. Ultimativ schaffen wir das nicht, aber Jesus hilft uns dabei. Früher fiel es mir auch schwer zu lieben und ich habe meiner Familie zum Beispiel früher gar nicht gut geliebt und ich habe mich dazu entschieden, ich wollte mich praktisch entscheiden, sie zu lieben. Und aktive Schritte gehen. Zum Beispiel, das habe ich früher nie gemacht, die Spülmaschine ausräumen. Die ersten Mal, als ich die Spülmaschine aufgeräumt habe, war anstrengend und das war auch komisch. Meine Familie hat mir ein bisschen sondere Blicke auch gegeben und dadurch hat sich aber sehr viel verändert.
Vor kurzem kam meine Mutter sogar zu mir und hat mir gesagt, dass sie merkt, dass ich mit meinem Verhalten einen Unterschied mache in der Familie und dass es auch meine Familie verändert hat und meine Familie gut getan hat. Das freut mich so sehr. Aber ich habe mich dafür entschieden zu lieben und du kannst dich auch dafür entscheiden zu lieben, ganz praktisch. Zum Beispiel auch in deiner Familie, deine Ehefrau zu lieben. Und zum Beispiel, wenn es einem Freund schlecht geht, dann kannst du dich da auch entscheiden, ihn zu ermutigen, Zeit zu investieren und für diese Person zu beten. Wenn du in deiner Gemeinde mitbekommst, dass Lügen erzählt werden, über andere schlecht geredet wird oder vielleicht sogar über dich schlecht geredet wird, dann kannst du ihn lieben, indem du ihm vergibst, indem du geduldig bist und auch auf diese Leute zugehst, um sie zu ermahnen. Das ist auch Liebe. Ohne Bitterkeit, dass die andere Person zu Jesus wachsen kann. Oder zum Beispiel, wenn du eine Beziehung startest, in die Verlobung bist oder in die Ehe gehst, dann kannst du auch da lieben, indem du nicht auf dich guckst, sondern nur auf den anderen guckst. Darauf guckst, was er möchte und was das Beste für den anderen ist. Dieses Verliebtseinsgefühl bestätigt das genau. Dieses Verliebtseinsgefühl ist genau das. Das Verliebtseinsgefühl sucht das Beste für den anderen. Und darum geht es auch im Sex. Es geht darum, dem anderen zu dienen, dem anderen zu geben. Mit dem Ziel, grundsätzlich in der Ehe für den Partner und für Gott zu leben. Zusammenfasst ist Liebe das. Liebe gibt sich hin. Liebe gibt sich ganz, voll und ganz hin. Gib du dich auch hin. Amen.